Die Expo 2010 in Shanghai. Beauftragt durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus und den beteiligten Ressorts für Bildung, Verkehr und Landwirtschaft sowie den Industrie- und Handelskammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern machte sich am 12. September ein Eventteam unter der Leitung des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern auf den weiten Weg nach China zur Weltausstellung. Ziel war es, die Ländertage auf der Bühne des Deutschen Pavillons zu gestalten und das Land Mecklenburg-Vorpommern auf internationalem Niveau auf der Expo 2010 zu präsentieren. Mitgereist waren 20 echte Strandkörbe, einheimische Bands und eine ganze Fashion-Show samt Models und Designermode. Die modern inszenierte interaktive Landespräsentation sorgte beim Expo-Publikum für viel Aufmerksamkeit. Kern der Präsentation war ein interaktives Whiteboard, das mit Übertragung auf eine große digitale Videowand auf dem Expo-Gelände weithin sichtbar war. Offiziell eröffnet wurden die MV-Ländertage in Shanghai vom Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Jürgen Seidel, der mit einer Delegation aus Unternehmen, Kammern und Verbänden nach China gereist war. Während der Ländertage führte die Moderatorin Rebecca Chan durch das abwechslungsreiche Bühnenprogramm am Deutschen Expo-Pavillon. Erfolgreiche Firmen, Universitäten und touristische Attraktionen Mecklenburg-Vorpommerns wurden mithilfe der interaktiven Landkarte ansprechend vorgestellt. Mit Bildern, Filmen und interessanten Fakten brachte die Moderatorin den Expo-Besuchern das vielseitige Bundesland näher, als wirtschaftlich attraktive und wachsende Region, in der Zukunftstechnologien ebenso eine Rolle spielen wie Wellness und Erholung in einer faszinierenden Naturlandschaft. In ihren traditionellen Fischertrachten sorgten die Mönchguter Fischköpp mit maritimen Liedern bei ihren Live-Auftritten für beste norddeutsche Stimmung. Auch die Konzerteinlagen der mitgereisten Bands Mission for Two und Dreisatz Deluxe kamen beim chinesischen Publikum sehr gut an. Ein breites Repertoire aus weltbekannten Hits ließ auch die asiatischen Besucher begeistert mitfeiern und mitsingen. Den neu gewonnenen Fans zuliebe gab es nach den Auftritten sogar spontane Autogrammstunden und Fototermine mit den Musikern. Usedom Baltic Fashion zeigte auf dem speziell für die Show gebauten Catwalk mehrmals täglich innovatives Modedesign aus Mecklenburg-Vorpommern. Die verschiedenen Fashion-Shows starteten mit einem Rückblick auf die historische Bademode des frühen 20. Jahrhunderts. Umso mehr Kontrast boten im Anschluss daran die modernen Kreationen. Kein alltäglicher Anblick für die meisten der chinesischen Zuschauer. Sogar junge Theaterkunst wurde geboten. Das Ensemble eines deutsch-chinesischen Jugendtheaterprojektes nutzte spontan Technik und Bühne des Länderpavillons für die Aufführung eines gemeinsamen Bühnenstücks, das den Respekt für die Natur zum Thema hatte. Im Rahmen der Länderwoche auf der Expo 2010 in Shanghai nutzte Mecklenburg-Vorpommern auch die Gelegenheit, sich als Wirtschaftsstandort zu präsentieren. Organisiert durch Invest in Mecklenburg-Vorpommern standen unter großer medialer Beachtung die Schwerpunkte erneuerbare Energien und Luft- und Raumfahrt im Mittelpunkt der Gespräche. Zudem fand im Deutschen Pavillon ein Treffen von Wirtschaftsminister Jürgen Seidel und der mitgereisten Delegation mit Invent-Stipendiaten statt, die ihr Praktikum in MV absolviert hatten und sich nun in China als Botschafter des Bundeslandes verstehen. 4 Tage also Showtime für Mecklenburg-Vorpommern am Deutschen Pavillon in Shanghai, der mit seiner futuristischen Architektur und der spannenden Ausstellung beim internationalen Publikum viel Anerkennung fand. Mit einer großen Abschlussveranstaltung, guter Stimmung und viel Musik verabschiedeten sich am letzten Abend alle Mitwirkenden der MV-Ländertage von den zahlreichen Expo-Besuchern. Als Ergebnis stand ein rundum gelungener Länderauftritt. Singen verbindet in aller Welt und so verband auch das gemeinsame Anstimmen eines bekannten chinesischen Volksliedes das einheimische Publikum mit den deutschen Gastgebern aus Mecklenburg-Vorpommern.